Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gleich gegenüberstehen werden. Die Aufstellungen, die kommen auch gleich. Aber warum sage ich das Fußballherz und was willst du mehr? Naja, schaut mal, Sonnenschein, blauer Himmel, ein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen, wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Na, wir haben es ja oft erlebt, wenn er Fahrt aufnimmt und wenn er mit seinem Torjägerinstinkt vor dem Kasten auftaucht, dann führt an einem Marco Reus als Spieler des Spiels kein Weg vorbei. Ja, das stimmt, an ihm führt kein Weg vorbei. Er wird alles versuchen, um hier richtig aufzudrehen. Das Spiel ist angepfiffen. Hazard. Alcázar. Raus auf die linke Bahn. Da war zu viel Kraft in diesem Ball. Was ihm fehlt zur absoluten Glückseligkeit, das sind einige Zentimeter. Karim Bellarabi versucht den Pass da durch die Gasse. Er bringt Tor für Bayern 04 Leverkusen. Perfekt platziert. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Ein sehr kluger Pass. Ui, das ist eine Chance. Witzel entscheidet sich für den Rückpass. Ab nach vorn und hoffen. Thorgan Hazard. Alcázar. Thorgan Hazard ist das. Lukas Piszczek. Nicht im Abseits. Und der Pass nach hinten. Das Ding kommt nur zum Treffer. Versenkt. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Alcázar ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Wir sind auf Remiskurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt.
Kevin Volland. Arangis ab auf die linke Seite. Und gleich wieder zurück. Toll gelöst. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Und sie schlagen ihn raus. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Kevin Volland. Sucht seinen Mitspieler. Das ist nicht von dieser Welt. Einfach mal rausgedroschen. Bislang kann man nicht meckern, das ist ein ansehnlicher Kick. Raus auf die linke Bahn. Gut aufgepasst, das war notwendig. Das ist schlitzohrig. Der Ball kommt zu Bellarabi. Und die Kugel kommt von Karim Bellarabi. Alcázar mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Es geht über die rechte Seite. Versucht die Gasse zu finden. Und er bringt ihn rein. Und er ist zur Stelle. Und die nächste Spiele. Zu unkontrolliert. Jetzt so einiges. Ja, es sieht so aus, als würden sich die Spieler etwas fallen lassen, um dann in Ballbesitz zu kommen. Und genau damit machen sie den Manndeckern, das ist schön zu beobachten, das Leben richtig schwer. Durch diese ganzen Verschiebungen wissen die nämlich gar nicht mehr, auf wen sie sich jetzt eigentlich konzentriert haben. Ab auf die Flanke. Sucht die Lücke. Und nun Karim Bellarabi. Sucht St. Voller. Tolles Timing. Den Ball weit rausgehauen. Und er ist immer noch am Ball. Ein Fußballkünstler. Alcázar. Ja, guter Ball. Gerade noch so geklärt. War gespielt. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Das schaltet er am schnellsten. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Jetzt sind sie vorne. Normalerweise gibt dir eine Führung Sicherheit und normalerweise verunsichert ein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. Pass zu Volland. Ab auf die linke Seite. Er hat ihn einfach stehen lassen. Lukas Piszczek. Und nun ab in die K.
Kabine. Gut, soweit zur ersten Hälfte dieser Partie. Eine spektakuläre erste Halbzeit, ein Wechselbad der Gefühle. Und ich bin ganz ehrlich, ich wage hier, so wie sich das entwickelt hat, keine Prognose für die zweite Halbzeit. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon wieder von der Leine gelassen. Bayern 04 Leverkusen muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt. Aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den Rückstand reagieren sollten. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Zah spielt den Ball nach rechts. Gut geklärt. Versucht den Pass da durch die Gasse. Weltklasse-Technik. Volland! Alcázar. Versucht die Gasse zu finden. Hazard. Alcázar. Bellarabi hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Schönes Ding. Jetzt aber! Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Ah, der war schon draußen. Die Kugel kommt. Er versucht's. Das ist spektakulär. Schade, dass es nicht geklappt hat. Eine grandiose, akrobatische Leistung. Fast Fußball in Vollendung. Aber zum Fußball in Vollendung gehört natürlich auch, dass die Kugel reingeht. Alcázar. Mats Hummels. Thorgan Hazard. Hazard. Reus. Versucht da durchzustecken. Bender haut ihn weg. Versucht es mit dem langen Schlag. Hazard. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Flach nach innen gezogen von Alcázar. Viel zu weit am Tor vorbei. Wie frei bitte schön will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Schlauer Pass. Er findet Bellarabi. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Alcázar. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er geht zum Torhüter. Zah. Witzel. Mats Hummels. Bayern 04 Leverkusen nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Bellarabi. Sucht seinen Mitspieler. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Das Motto heißt ganz klar ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Sucht die Lücke. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Versucht da durchzustecken. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Und wieder zurück ins Zentrum.
ehrlich, es sieht Lars Bender. Hat seinen Gegner klar erwischt. Klare Sache, das muss Geld geben. Das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Und er macht sich den Weg frei. Ein Blick auf die Uhr und sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Nein, er kann den Mitspieler nicht erreichen. Belarabi. Es sind nur noch wenige Minuten und das ist zwar schöner Fußball, aber ohne den allerletzten Torwillen. Ab auf die Flanke. Wer den Ball kontrolliert? Belarabi hat die Kugel und er hat Platz. Einfach mal weggedroschen. Der Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Was für eine bittere Niederlage. Jeder dachte, das Spiel sei bereits gewonnen. Aber so kann man sich täuschen. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Ich bin gespannt, welche Schlüsse der Trainer aus dem zieht, was hier und heute passiert ist. Das war unser Live-Bericht. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Dankeschön, Marco.